all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and luck. Warum denkt man bei Romantik eigentlich immer gleich an diese strunzromantischen Klischees und Metaphern? Ist Romantik nicht genau das Gegenteil, nämlich super persönlich und aus dem Moment geboren? Was denken Pärchen eigentlich über Romantik? Costa, was findest du romantisch? Mit Oliver auf Reisen fahren, Reisen gehen und sowas finde ich auch immer sehr romantisch. Sonnenuntergänge. Ich weiß nicht. Ich habe dafür, glaube ich, relativ wenig Gespür. So Romantik und Kitsch hängt für mich immer ziemlich nah miteinander zusammen. So. Ich würde wahrscheinlich als Romantik schon bezeichnen, einen Biergartenbesuch mit kühlem Bier, wo das Wasser außen abhält. Das ist pure Romantik. Jetzt hört er uns nicht mehr. Ich würde gerne wissen, was findest du romantisch? Wenn ihr nicht hier wärt, wäre das schon auch romantisch. Nach links? Oder? Die kitschige Version sind natürlich Spaziergang am Strand oder beim Mondschein, Candlelight Dinner. Tu amor, du sagtest tu amor. Was, wie fändest du es, wenn er dir so einen großen Strauß roter Rosen mitbrächte? Fände ich schön, wäre aber nicht seine Art. Das würde ich ihm nicht abkaufen. Ich finde, rote Rosen, das schenkt man nicht jeder Frau. Und ich finde, das muss schon so eine gewisse, hat dann schon eine gewisse Bedeutung, wenn man jemandem Strauß rote Rosen schenkt. Rote Rosen, ja. Bisschen dick aufgetragen, denke ich. Schenk mir bitte keine Rosen. Nehm ich einfach in den Arm. Ich finde schon, dass Romantik immer etwas kitschig ist. Ich denke mal, die Grenze zwischen Romantik und Kitsch ist jetzt nicht unbedingt festzumachen an irgendwelchen bestimmten Sachen, die man machen kann. Also man kann, denke ich mal, ein Frühstück mit Rosenblättern, das kann romantisch und auch kitschig sein. Rosenblätter in der Badewanne, dann muss ich halt irgendwie schmunzeln, dann, wenn ich sowas sehen würde. Wenn Romantik eben Céline Dion bedeutet, dann ist da, glaube ich, fast jeder Mann ziemlich empfindlich dagegen. Aber wenn Romantik Fleischplatte beim Griechen bedeutet, ist das super.